Hier ist wieder euer Dietmar vom Kanal Selbstversorgung alter Fahrt. Heute möchte ich euch mal die Schafhaltung von mir vorstellen. Welche Rasse ich habe, was ich dabei beachte, was sie gefüttert kriegen, das Übliche halt. Dann bleibt mal dran und viel Spaß dabei. Diese Rasse hier nennt sich Ousson-Schafe. Die sind für den Selbstversorger eigentlich nur bedingt zu empfehlen. Die Böcke haben einen Stockmaß von 50 cm und die Auen liegen dementsprechend darunter, bei so 46 cm ungefähr. Ein ausgewachsener Bock, der älter als ein Jahr ist, hat ungefähr 20 Kilo Lebendgewicht und so eine Aue irgendwann um die 16. Wir mussten hier Ende des Winters leider eine Aue notschlachten. Die hatte verlammt und bekam jetzt Fieber und so. Und da man für Schafe, obwohl das hier eine ländliche Gegend ist, schlechten Tierarzt bekommt und ich in vorangegangenen Situationen weiß, dass der Tierarzt eigentlich auch nichts bringt. Der kommt vorbei, gibt dem Tier eine Spritze, lässt eine Spritze noch hier, die man ihm selbst geben kann. Und dann hat sich das eigentlich erledigt. Und in 4 von 5 Fällen wird das Tier nicht mehr gesund. Also habe ich diesmal sofort einen Schlachter angerufen für eine Notschlachtung. Und was soll ich sagen? Wie gesagt, Ousson-Schafe eignen sich nicht wirklich für den Selbstversorger. Da war eine reine Fleischausbeute ohne Knochen bei 3,5 Kilo. Die Knochen noch in Keule und so drin waren, hatte das Tier ausgeschlachtet 6,5 Kilo. Das ist jetzt nicht wirklich das meiste. Aber diese Tiere sind extensiv zu halten. Das heißt, man braucht sich da wenig drum kümmern. Nicht drum kümmern wäre verkehrt zu sagen. Natürlich muss man seine Tiere pflegen und darauf aufpassen. So, meine Schafe kriegen auch zwischendurch immer mal wieder Möhren. So in kleine Stückchen geschnitten, weil die können keine ganzen Möhrchen kauen. Die müssen es klein geschnitten kriegen. Also wenn ich eine ganze Möhre da hinschmeiße, dann gehen die da nicht dran. Deswegen schneide ich das so klein. Und weil ich das irgendwie toll finde, kriegen die zwischendurch auch einen Apfel. Auch den schneide ich klein. Ich mache mir immer so die Illusion, dass die daran Spaß haben, wenn die mal was anderes zu fressen kriegen. Ich kann es gar nicht oft genug beteuern und betonen. Wir essen unsere Tiere zwar, aber irgendwie habe ich die trotzdem total lieb. Das kriegen die gleich noch zusätzlich zum Mais gefüttert. Die Möhren lege ich hier ins Heu, damit ich die nicht mit der Hände transportieren muss. Dafür ist es einfach zu viel. Ja, und das Heu, das kriegen die gleich in ihre Raufe. Das hier ist das Heu vom zweiten Schnitt. Das fressen die am liebsten. Das ist schön kurz, wie man sieht, und fludderig. Da kommen Schafe gut mit zurecht. Aber dieses kurz geschnittene Stroh, das finde ich toll. Wie man sieht, werde ich mit dem Futter auch schon fleißig erwartet. So, um das mal zu zeigen, das hier ist teilweise lang geschnitten, das Heu. Ich hatte mich vertan, das zu geben. Da fressen die nur Löcher unten in die Raufe, also in das Heu unten. Ja. Ich habe diese Häufe natürlich selbst gebaut, wie man sieht. Die habe ich so bemessen, dass das hier für die Schafe reicht. Wenn es mehr Schafe werden würden, müsste ich natürlich noch eine zweite Raufe dazu machen. Aber das wäre ja jetzt nicht das Problem. Auch wenn die Schafe das nicht alles wegfressen, ich mache diese Heuraufe jeden Tag voll. Einfach um auf der sicheren Seite zu sein. So, ich habe, weil hier außerhalb der Stallpflicht die Hühner auch noch mit rumrennen, eine Klappe oben drauf gemacht mit Scharniere, damit die Hühner da nicht reinkacken können. Dann bleibt das Heu schön sauber. So, das wäre jetzt bis morgen fertig. Woran wir denken müssen, ist ein Salzleckstein. Dieser Salzleckstein darf für Schafe kein Kupfer enthalten oder nur ganz geringe Mengen. Wenn da zu viel Kupfer drin ist, können die Schafe eine Kupfervergiftung kriegen. Dann können sie ernstlich dran erkranken. Die vordere hier, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, hat schon einen dicken Bauch. Ich
warte darauf, dass die lammt. Ich denke mal, das dürfte so in der Woche spätestens soweit sein. Die da hinten hat leider verlammt. Warum auch immer, man kann das nie wirklich sagen, was da schief gelaufen ist. Je nachdem, in welchem Gebiet man wohnt, müssen Schafe eine Impfung bekommen. Und zwar eine Impfung gegen die Blauzungenkrankheit. Hier im Gebiet ist das nicht notwendig. Im südlichen Münsterland. Hier kommt das nicht vor, Gott sei Dank. Noch nicht. Trotzdem brauchen Schafe mindestens zweimal im Jahr eine Wurmkur. Also wenn der Schafscherer kommt Mitte des Jahres, kriegen die eine. Direkt vom Schafscherer. Der bringt da so ein Mittelchen mit, was gespritzt wird oder was als Tablette in den Hals geschoben wird. Und dann kriegen die Ende des Jahres nochmal eine. So, wenn man sich das hier mal anguckt, es ist dieses Jahr zu kalt. Im April normalerweise würde hier schon deutlich mehr wachsen. Normalerweise habe ich hier drei abgetrennte Bereiche. Das sind jeweils so ungefähr, ich sag mal 400 Quadratmeter. Hier sieht man den ersten Zaun. Na, und dann geht der zweite Bereich quasi von hier über die Schräge und hier unten runter bis hierhin. Das kann man dann hier abtrennen. Das kann man von den Paletten da losmachen. Den normalen Zaun und hier rüberziehen. Dann ist der zweite Abschnitt auch abgeteilt. Und dann können die nur noch hier hinten rumlaufen. Das sind noch mal so 400-500 Quadratmeter, denke ich mal. Wie gesagt, einen Unterstand haben wir auch, einen Stall. Da habe ich hier also eine LKW-Plane vorgehangen, damit, wenn es regnet, der Regen nicht zu stark in den Stall reinknallt. Normalerweise laufen die immer nur auf einem Stück herum, sodass sich die anderen beiden Stücke erholen können. Aber wie gesagt, da der April dieses Jahr so komisch ist, müssen die leider auf allen drei laufen, um überhaupt schon mal Grünfutter zu finden. Im restlichen Garten kann ich sie nicht so rumlaufen lassen. Dann ist alles weg, was wir angepflanzt haben, inklusive Blumen und so. Muss ja auch nicht sein. Wichtig für Schafe ist natürlich auch immer Wasser, ausreichend und sauber. Also Regenwasser reicht da vollkommen. Das ist sauber genug. Wenn ihr Schafe habt oder euch mit dem Gedanken anfreunden könntet, Schafe zu haben, denkt daran, wenn ihr die irgendwo rumlaufen lasst, die fressen auch Bäume an. Die knabbern sehr gerne an der Rinde. Man müsste also jeden Baum absperren, damit die Schafe da nicht drankommen. Auch diese Schraubschierschafe, die ja gerne als Schafe gepriesen werden, die keine Baumrinde fressen oder die keine Bäume anfressen, das stimmt so nicht ganz. Natürlich fressen die Baumrinde an. Die fressen die nur nicht von Nadelbäumen, weil denen das zu pieksig ist. Im Umkehrschluss muss man sagen, denen sind die Nadelbäume zu pieksig. Die fressen deshalb aber auch kaum Brombeeren ab oder Brennnesseln oder so. Also man muss sich vorstellen, wenn man hier diesen Zaun oben sieht, wenn man sich diesen Zaun anguckt, normalerweise ist der zugewachsen rundherum mit Brombeerbüschen. Alles, was hier reinwächst, das fressen die Schafe weg. Ist ein gutes Futter und man selbst hat weniger Theater dagegen anzukämpfen. Weil wenn das irgendwo wächst, das ist echt die Pest an Zeug. Also ich sag mal, wenn man mehr als 5 Schafe besitzt und die lammen alle relativ zur gleichen Zeit, dann macht man Ablammbuchten. Und dann packt man da die Mutter mit dem geborenen Lamm rein, damit die sich aneinander gewöhnen können. Bei so kleineren Schafen reicht so ein Meter mal Meter oder 1,20 m x 80 m, aber optimal für Europaletten. Da lässt man die Aue mit ihrem Lamm oder mit den Lämmern für 2-3 Tage drin, dass sie sich aneinander gewöhnen. Dass sie sich sowohl an der Stimme als auch am Geruch erkennen. Wenn man nur 2-3 Schafe hat, ist das nicht wirklich nötig. Wenn man größere Schafe hat, wie ostfriesische Milchschafe oder Schraubschier oder die genannten Texel schon, Schwarzkopf und so, dann
sollte die Ablammbox schon ein bisschen größer sein. Ich sag mal so 2 Meter mal 1 Meter, damit die sich ein bisschen da drin bewegen. Man sollte nicht vergessen, es gibt auch Schafe, die Haarschafe sind. Die brauchte man nicht zu scheren. Da gibt es zum Beispiel Kamerun-Schafe. Ich habe davon auch schon welche gehabt. Die sind so wild, dass man aufpassen muss, dass die einem nicht über den Kopf springen. Also selbst nach 3 Monaten waren die noch so scheu, dass wenn ich in den Stall reingekommen bin, um den Heu zu geben, dass die mir auf Kopfhöhe gegensprungen gekommen sind, nur um abhauen zu können. Diese Barbados Black Belly Schafe sollen angeblich nicht so nervös sein. Das habe ich aber selbst noch nicht ausprobiert. Genauso wie Dorper Schafe. Auch Haarschafe sind, eine ordentliche Größe haben. Aber auch da habe ich das noch nicht ausprobiert, wie scheu die dann im Endeffekt sind. Der einzige Vorteil bei diesen Haarschafen ist natürlich, dass man keinen Schafscherer braucht. Und man die Klauen halt selbst schneidet. Denn man muss auch ganz deutlich sagen, wenn der Schafscherer vorbeikommt und die Tiere schert, die Wolle ist heute nichts mehr wert. Die kann man wegschmeißen. Und wenn man mehr Schafe hat, dann bezahlt man für jeden blauen Müllsack voll Wolle 10 Euro, wenn man die zur Müllannahmestelle bringt. Wenn man jetzt nur so wenig hat wie wir hier von den dreien, dann kommt die hinterher ins Blumenbeet, ins Gemüsebeet. Anstatt Hornspäne kommt da Wolle rein. Aber das ist auch wirklich alles. Na, ich hoffe, ich habe erstmal nichts vergessen mit den Schafen. Das kann ich aber im Moment noch nicht sagen. Vielleicht fällt mir das hinterher nochmal ein und ich mache nochmal ein Video zu den Schafen. Vielleicht speziell zu einem Thema. Kenne ich so einige Sachen von. Und da ist mir schon genug mit passiert mit Schafen. Deswegen weiß ich, worauf man sich da einlässt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt mir einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr keins meiner weiteren Videos mehr. Ja, und dann bleibt mir wie üblich am Schluss nur zu sagen, tschüss, sagt euer Dietmar vom Selbstversorgerkanal Alter Fatih.